Outreif Kinder, wunderschönen guten Tag. Heute ist Dienstag, gestern war Montag, gestern das Newsvideo kommen sollen, aber ich war ja das ganze Wochenende unterwegs, eigentlich Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag nicht zu Hause und da habe ich es gestern ein bisschen ruhiger angehen lassen, hatte auch habe die Möglichkeit genutzt und meine Mutter mal wieder gesehen. Dazu ist mir der Skoda Enyaq als Coupé RS IV, hast du nicht gesehen, gebracht worden und der Mercedes-Benz EQE 350, den wir ja abgedreht haben, der ist gestern abgeholt worden. Und somit habe ich es ehrlich gesagt auch ein bisschen vergessen, dass ich am Montag immer jetzt mein News-Video drehen will, finde ich aber nicht ganz so dramatisch. Ja, ich war ja letzte Woche einmal in Rüsselsheim, 40 Jahre Corsa, gibt es ein Sondermodell, dazu haben wir euch ein kleines Video erstellt, also war ich mit Eckart zusammen. Dann war ich am Freitag auf der New Mobility Rally, die fand diesmal in Walldorf bei SAP statt oder da hat sie gestartet und halt auch geendet. Da haben wir, glaube ich, einen respektablen 9. von 67, 5, nee, von 67, glaube ich, Plätzen erlangt. Und da sind wir übrigens auch dieses Auto gefahren. Also jetzt nicht genau den, nicht derselbe, aber der gleiche halt. Wir waren für Skoda unterwegs. Und dann bin ich Samstag, Sonntag bei Mitsubishi gewesen. Das war sehr schön, eine Klassikausfahrt. Bin einmal den Mitsubishi 3000 GT gefahren. Erste Generation von 1992 und den Mitsubishi Lancer von 1978. Davon gibt es keine Videos, weil ich mit kleinem Gedeck unterwegs war und auch alleine vor Ort war, ohne Kameramann oder Eckart als Kompagnon halt. Ja, aber das Corsa-Video, das soll diese Woche auf jeden Fall online gehen. Und dazu haben wir in der letzten Woche die Corvette und den Mercedes EQE abgedreht. Der EQE wird definitiv online gehen als Videokaufberatung. Die Corvette schauen wir mal. Ich weiß nicht, ob das diese Woche noch klappt, weil diese Woche halt wirklich voll ist. Heute drehe ich den Kia Proceed ab. Der wird nämlich morgen schon abgeholt. Morgen fahre ich erst nach Wiesbaden und gucke mir da den neuen Mitsubishi ASX an, statisch. Der wird allerdings erst am 20. online gehen, da fällt dann das Embargo. Und auf dem Rückweg fahre ich nach Frankfurt zur Automechaniker und werde da ein paar Stände besuchen, ein paar Kollegen, ein paar Kontakte halt, ne, die man so kennt. Falls ihr auf der Automechaniker seid morgen, dann schreibt mir doch mal was in die Kommentare, entweder wo euer Stand ist oder was ihr da treiben wollt morgen. Und am Donnerstag drehe ich dann den Toyota GR86, der hier als Testwagen auf dem Hof steht. Am Freitag habe ich den ganzen Tag einen Workshop und am Samstag drehe ich dann den Nissan Townstar. Am Sonntag geht es weiter nach Dreieich bei Frankfurt und da bin ich dann mit Joana und drehe den Kia Exceed, das Facelift halt auch. Ja. Da wisst ihr Bescheid, das wird also schon eine ziemlich knackige Woche. Videos haben wir, was läuft haben wir, Testwagen haben wir im Prinzip auch, denn ihr wisst, ich habe noch die drei draußen stehen, den GR86, von dem ich eben sprach, den Nissan Townstar und der Kia Proceed, der morgen abgeholt wird. Dann gibt es weitere Neuigkeiten, konnte ich letzte Woche noch nicht so anteasern, weil wir noch nicht wussten, wann wir die erste Folge aufnehmen. Wir haben letzte Woche Montag, der Eckart und ich, den Ausfahrt-TV-Podcast aufgenommen. Die erste Folge ist letzten Dienstag online gegangen, die zweite Folge heute Morgen um 7 und ich verlinke euch mal unten im Videobeschreibungstext zumindest zwei Dienste, glaube ich. Also auf Spotify geht es schon und auf Apple und auf Amazon 3. Irgendwie bei Google läuft es noch nicht so, müssen wir mal gucken. Und ja, je nachdem, wenn ihr da andere Podcast-Dienstleister euch wünscht, dann schreibt sie mir gerne unten in die Kommentare. Dann werden wir versuchen, da auch noch hinzuverteilen. Das ist ja so ein komisches Business, ne? Aber mir macht sehr viel Spaß. Wir wollen es schaffen, jede Woche eine kurze Folge aufzunehmen. So um die 30 Minuten schwebt uns vor, plus minus 5 Minuten. Und hin und wieder mal eine Sondersendung, die da ein bisschen länger geht, wenn wir zum Beispiel Gäste haben, ne? Ich bin gespannt, wie lange wir das durchhalten. Ich freue mich auf jeden Fall. Ja. Und das habe ich euch unten verlinkt. Das war es auch schon. Ne? Habe ich sonst noch was? Achso, den Drehplan habe ich mal wieder aktualisiert, weil ich jetzt mehr oder weniger durch bin mit der Testwagenplanung für die nächsten Monate, eigentlich bis Mitte Dezember.
Und am 15. Dezember habe ich mir ganz fest vorgenommen, lasse ich den Stift fallen. Es sei denn, es kommen noch irgendwelche aufregenden Events, da würde ich noch zusagen vielleicht, aber eigentlich möchte ich vom 15. Dezember bis zum 15. Januar einfach Urlaub machen, schließen, ne? Papierkram erledigen. Es gibt ja genug zu tun. Trotzdem, wer sich den Drehplan anguckt, der sieht, ich habe genug Testwagen, um jetzt die nächsten Wochen und Monate ganz entspannt zu füllen, sodass es auch da keinen Abriss geben wird. Ja, soweit, so gut. Passiert einiges im Hintergrund nach wie vor und ich schulde euch auch noch eine Folge. Ihr fragt, ich antworte. Also eure Fragen habe ich ja schon, aber die Antworten, die kriegt ihr noch. Und jetzt verabschiede ich mich einfach. Ne? Bleibt gesund da draußen, gehabt euch wohl. Wenn ihr was wissen wollt, schreibt es mir in die Kommentare. Ich verabschiede mich wie immer. Bleibt gesund da draußen, hatte ich schon gesagt. Ne? Tschüss, bis dann, euer Jan.